Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Was ist das Katastrophe mit diesen Masken? Hier ist schon Schminke dran, das ist deine. Hier ist auch meine, ist auch aus meiner Handtasche. Ist ja auch ein Energy? Ein Wasser oder ein Eistee? Ein Eistee? Ja? Welchen? Okay. So, wir sind jetzt angekommen bei der Firma Flürke. Hier steht das gute Stück. Die Firma Flürke kennt ihr wahrscheinlich aus verschiedenen Fernsehsendungen, Abschleppunternehmen. Kennt ihr von Philipp seinem YouTube-Kanal. Da haben wir mit Rufen auch schon mal ein Video gedreht zu dem Scania, war das? Frau von Rufen nickt, war der Scania. Ich bin übelst gespannt. Ich habe den Wagen selber noch nicht gesehen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal. Mit Liebe. Also mit Liebe wirklich. Oh. Darf man die Autos hier sehen? Was? Darf man die Autos hier sehen? Ja, das weiß ich nicht, ob die Kamera verhaftet. Das ist, das gute Stück, ja? Ich habe ja mal, das wissen ja viele gar nicht, bevor ich mit Philipp zusammengearbeitet habe, habe ich eine Zeit lang, weil ich habe ja auch alle Führerscheine und so, habe ich eine Zeit lang beim ADAC auch als Abschlepper gearbeitet. Da haben wir genau so welche Autos dann von der Autobahn gefischt. Gucken, was da steht. Ist aber nicht meine. Ja, das ist schon krass. Da hatten wir mal einen Vorfall. Da hat die Polizei extra für uns die Straße abgesperrt, also für uns Abschlepper. Und das Auto lag auf dem Dach und hinten waren noch zwei Fernseher drin, die waren zum Glück heile geblieben. Und es war alles kaputt, bis auf die Seitenscheiben. Und die habe ich dann eingetreten, um da das Seil drum zu machen für einen Kran, damit ich den dann aufs Auto bekommen habe. Den Fernseher? Nein, die Scheiben vom, die Seitenscheiben. Okay. So, da ist das gute Stück. Ist ein Golf 4, 2,8 Liter, hat wie viel runter gerade? 201.000 und ein paar zerquetschte. 201.000 und Ist leer. Ja, ist leer. Aber er hat ein, zwei kleine Stellen. Was heißt ein, zwei kleine Stellen? Er hat hier einmal hinten die Radläufe sind komplett gemacht. Der ist komplett lackiert hinten. Mhm. Das heißt, er hat hier vorne ein kleines, was ein bisschen Liebe braucht. Ja. Ist jetzt aber kein Loch drin. Und auch, wie gesagt, diese typischen Stellen, dadurch, dass er draußen stand. Steinschläge, ne? Eine kleine Delle. Schiebedach ist dicht? Das ist dicht. Hat nicht reingeregnet. Wie gesagt, man hat da diese typischen Stellen halt, ne? Wenn jemand hier eine Tür gegenhaut oder. Ja gut, ist kein Neuwagen. Was ist das für ein Baujahr? 2001. 2001. Was viele ja gar nicht wissen, bevor ich den Golf 7 hatte, hatte ich auch einen Golf 4, einen Jubi in Schwarz. Den habe ich dann komplett geschlachtet. Dummerweise. Ja, ist er auf? Mhm. Ist er auf? Die Innenausstattung ist. Alter. Eine Zierleiste fehlt. Die muss wieder angeklebt werden. Die liegt irgendwo mit dem Auto. Mhm. Full Motion. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich unschwer erkennen. Ja, ist also Allrad. Wie gesagt, 2,8 Liter. Ist ein Saugmotor. Da gibt es bestimmt so ein paar K04-Lader oder irgendwie sowas. Nee, aber also ich möchte das Ding natürlich auf. Also erstmal muss der Motor wieder rein. Ich hatte Timo schon gefragt, den ihr in dem letzten Video gesehen habt, ob er Bock hat, mit mir das Ding wieder einzuhängen. Er hat gesagt, ja. Vielleicht kann ja Marius oder Philipp auch nochmal mit drüber schauen, dass wir das Ding zum Laufen kriegen. Weil ich will ihn schon als Alltagsauto nutzen für die Kleine, also ne, für Katie zum Beispiel. Sie kann hier mit rein, ich kann bei mir beim Golf 7 endlich die Rückbank rausbauen. Wir haben Allrad für den Winter, ist auch ganz cool. Der hat 204 PS, ne? Genau.
204 PS. Ich würde da wahrscheinlich ein Fahrwerk erstmal reinschmeißen. Der hat der TÜV? TÜV ist entfallen dadurch, dass ich ihn abgemeldet habe. Mhm. Also nicht voll und ganz abgemeldet, sondern abgemeldet, weil ich in der Hoffnung war, dass er wieder läuft. Ja. Genau, also müsste TÜV ja dann rein theoretisch verfallen sein, aber ich glaube, er wäre sowieso... Also TÜV hat ja mit der Anmeldung nichts zu tun. Ja, müsste ich nochmal gucken. Aber egal, also denkst du einfach jetzt mit deinem Fachwissen, dass er durch den TÜV kommen würde, wenn ich ihn... Also ich sage mal so, bevor wir ihn auseinandergebaut haben, vor 2 Jahren, haben wir kurz vorher TÜV drauf gemacht. Dann ist das jetzt weg. Das Einzige, was wir für den TÜV geändert haben, war, dass wir die originale Abgasanlage wieder runtergebaut haben. Mhm. Einfach bevor der TÜV das sonst vermängelt, damit ich beim letzten Mal der Endtuff komplett leer war. Aber er ist ohne... Man kennt's, der war plötzlich leer. Er ist ohne Probleme eigentlich durch den TÜV gekommen. Mhm. Okay, ja, also neue Bremsen zum Beispiel würde ich hier drauf bauen, Öl und so weiter sowieso neu machen. Was sind hier für Reifen drauf gerade? Können wir ja mal gucken. Jetzt gerade habe ich... Darf man dich überhaupt sehen, weil man hört dich die ganze Zeit nur. 205, 55, ja 16, das waren meine Winterpuschen, deswegen sind die auch nicht sonderlich schön. Im Sommer hatte ich 18 Zoll Felgen drauf. Mhm. Ich glaube, das war irgendwas mit 225. Ja, an sich ist das, also ich stehe ja sowieso auf Golf 4, habe ich ja gesagt gerade, ich hatte vorher auch einen Golf 4, die Farbe ist jetzt nicht unbedingt meins, aber da kann man ja mit Folie, mit Lack, mit allem möglichen nachhelfen. Wie gesagt, das soll jetzt hier kein 500 PS Projekt werden, sage ich jetzt, heute ist der 18.11.2020, man erinnert sich. Das soll einfach nur ein Daily sein, der mich zuverlässig von A nach B bringt und er muss einfach günstig sein. Gut, hier muss jetzt noch wirklich viel Liebe reingesteckt werden. Also der Motor muss gemacht werden, Bremsen müssen gemacht werden. Gehe ich von aus. Die sind angelaufen, dadurch, dass er draußen stand. Da brauchst du nicht probieren. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Okay. Die intelligenten Leute hier haben eine Golf 4-Krankheit mit dem Schlüssel. Das Schloss abschließen. Problem ist jetzt, dadurch, dass sie ihn manuell abgeschlossen haben, geht er jetzt über die ZV nicht mehr mit auf. Okay. So, jetzt habe ich. Aber das ist ja, glaube ich, soweit ich mich erinnere, ist das nur über so ein, das ist so eine Pumpe, die irgendwie über Luftdruck oder sowas. Ich kann das nicht genau. Also wie gesagt, ich habe es jetzt gestern Abend und heute noch mal mehrfach versucht mit Rostlöser und Wartungsspray und hast du nicht gesehen. Mhm. Wie gesagt, Schlüssel geht rein, das Schloss lässt sich nur momentan nicht drehen. Sie also haben ihn abgeschlossen. Wie gesagt, du kommst, ich weiß nicht, ich hatte vorhin einmal geguckt über die Rücksitzbank, ob ich da irgendwie rankomme. Mhm. Gecleant sehe ich hier schon. Hast du denn auch? Ja, es ist halt, cool. Aber wie gesagt, er braucht Liebe. Ja, das Gute ist, dass ich mich mit Golf 4 so ein bisschen auskenne, weil, und das soll auch Inhalt dieses, filmst du mich gerade? Wie sonst? Weil die Kamera so schräg an mir vorbei zeigt. Nee. Okay, ich frage nur. Viele sagen ja immer oder haben ja immer bei den Golf 7 Videos, übrigens, damit ist es nicht zu Ende, ne? Das ist nur ein weiteres Projekt, sage ich mal. Viele hatten sich ja immer gewünscht, dass ich selber schraube oder dass sie mich halt selber schrauben sehen. Aber ihr wisst auch, dass ich nicht selber schrauben kann. Bei dem Golf 7, bei dem Golf 4, habe ich wirklich alles selber gemacht. Da habe ich nämlich keinen gekannt, der mir hätte helfen können. Und das versuche ich bei dem auch. Gut, ich werde jetzt zum Beispiel mit Timo zusammen den Motor reinhängen, aber nur, weil ich habe sowas absolut noch nicht gemacht und ich baue dann wahrscheinlich noch einen Kofferraum ein oder irgendwie so. Nee. Ne? Also ich versuche wirklich, was wir an dem Wagen machen, auch Bremsen und so diesmal, nicht alleine. Ich will schon, dass mir jemand über die Schulter guckt, aber ich will es halt wirklich selbst machen. Das Projekt will ich, so gut ich es wirklich kann und mir zutraue, wirklich einfach selbst schrauben. So. Und ich weiß, dass es noch viele, viele Teile für den Golf 4 gibt. Das ist, na gut, die Ausstattung. Aber ich habe schon mal im Netz geguckt. Wir haben ja jetzt hier die blaue Innenausstattung. Das ist nicht unbedingt so meins. Ich hatte in dem Jubi hatte ich halt schwarzes Leder. Und sowas zum Beispiel, ne? Das würde ich dann halt ganz gerne wieder machen. Das soll auch mit rein. Wir würden
die Dinger hier schwarz machen. Vielleicht ein Golf 7 Lenkrad, habe ich nämlich bei Jean-Pierre im Video gesehen damals. Das war der Grund, warum ich mir zum Beispiel den Golf 4 damals gekauft hatte, weil er angefangen hatte, diese Videoreihe zu starten mit dem Golf 4. Ja. Übelst cool, sogar mit Schiebedach. Also mein Favorite an diesem Auto waren definitiv nicht diese braune Holzoptik. Also ich habe das Auto geliebt, wirklich, aber das war immer so ein Ding. Ja, das war früher so ein, ich weiß nicht, das war so ein bestimmtes Ausstattungs... ich wollte gerade sagen, wo ist die Kupplung, aber... Ja. Ist Getriebe auch komplett mit ab, ne? Genau. Okay. Wie gesagt, aber für die Getriebeschrauben, wir haben eine Pappe vorbereitet, wo wir das Getriebe aufgezeichnet haben. Da in die Pappe haben wir die Schrauben mit reingesteckt und verschlossen, dass man halt auch ungefähr wieder weiß, wo die Getriebeschrauben dann natürlich auch hinkommen. Ja, wieder. Perfekt. Was ich auch immer übelst gefeiert habe, das zum Beispiel mag ich beim Golf 7 nicht so. Es gibt ja schon so einige Dinge, die ich halt nicht mag. Ich war sogar mal am Überlegen, ob ich so ein Mag-ich-Video mache vom Golf 7. Habe ich dann aber gelassen, weil zum Beispiel Jean-Pierre das ja auch gemacht hat und ich möchte nicht, dass es heißt, dass ich ihm was nach... Also er würde das nicht sagen, niemals, aber andere Leute wahrscheinlich. So, deswegen habe ich es gelassen. Aber was ich bei meinem Golf 4 gefeiert habe und worauf ich mich auch wieder freue, ist... Hier, zeig mal einmal, Nanny. Getränke, Alter. Finde ich übelst geil, weil du kommst hier wirklich ran. Ich habe beim Golf 7, hast du jetzt ja hier in der... bei der Armlehne hast du das hier so... Und das stört mich immer so, wenn du dann den Arm auflegen willst oder zwei Getränke, dann kannst du die Dings nicht wieder ausfahren. Und hier kannst du das wirklich einfach passend reinstecken. Zack, und ist wieder weg. Finde ich halt übelst geil. Kein Motor drin, aber Hauptsache Getränkehalter. Ja, ist wichtig. Ja. Ist wichtig. Ja, dann lass uns nochmal vorne einmal gucken. Muss natürlich ein bisschen Geländewagen, ne? Gibt es eigentlich, es gab ja vom Golf 4, vom Golf 2 gab es ja so eine Cross-Variante. Ob es auch so Hörlegungskits für einen Golf 4 gibt? Habe ich noch nie gesehen, aber habe ich auch nicht gesehen, aber wahrscheinlich so. Das kann man ja gucken. Und habe ich noch was? Ihr habt ja, wir waren ja in Polen, ne? Bei der Firma Lightglass. Und die habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen auf Instagram bei denen. Die stellen auch für einen Golf 4 jetzt leichte Scheiben her. Wir wollen nicht übertreiben, aber das wäre daily. Daily, aber wir können ja mal gucken, ob sich hier nicht irgendwo ein Kratzer findet, der das Ganze rechtfertigen würde. Also du kannst ja auch gerne noch eine Subwoofer wieder einbauen. Und das Kabel hängt hier noch. Den Subwoofer hat sich Ruben allerdings hinten schon rausgeklaut. Ich hatte früher auch jede Menge Subwoofer. Und jetzt mit dem Golf 7 hat sich das irgendwie erledigt. Ich wollte, da gibt es für das Reserverad, also für die Reserveradmulde, gibt es eine so Helix oder so nennt sich das, weiß ich gar nicht. Die kannst du da reinpacken, wollte ich mir immer mal holen, aber habe ich auch irgendwie nie gemacht. Weil Musik ist ja schon immer ganz wichtig. Definitiv. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass noch nicht feststeht, dass ich dieses Kfz wirklich, also dass das wirklich in meinen Besitz übergeht. Ich sehe den gerade mit euch zusammen das erste Mal. Ich weiß es noch nicht. Man macht schon Pläne. Ist immer so. Oder? Also das kennt ihr doch, oder? Die meisten Leute hätten jetzt schon Fahrwerk zu Hause liegen für das Auto. Ich finde es halt cool, weil du kriegst ja, ich hatte mir, für die Leute, die mir auf Instagram folgen zum Beispiel, die wissen, dass ich eigentlich ganz gerne einen Amarok hätte. Aber seien wir ehrlich, ein Amarok kostet neu und den gibt es ja nur noch neu im Sinne von, er steht beim Händler und wurde noch nicht gefahren. Neu bauen lassen kannst du ihn dir nicht mehr, weil er jetzt bei Ford irgendwie gebaut wird. Ich kriege das nicht so ganz zusammen, hat der Verkäufer uns erklärt. Auf jeden Fall haben wir da eine Probe gefahren. Das Ding ist halt übelst cool, weil mein Lebenstraum ist, dass ich einen Roadtrip mache mit Nelly. Und wenn Katie soweit ist, auch, dass die Kleine halt auch mitkommt, wäre halt übelst cool. Aber das Ding ist halt aktuell wirklich zu teuer für mich. Ich bin nicht größer, das Geld fällt nicht vom Himmel. Und deswegen muss es halt so ein Auto sein, weil es ist halt erstmal nur ein Winterfahrzeug. Ich kenne mich, das wird eskalieren wahrscheinlich, wenn ich mich für das Auto entscheiden sollte. Und nächsten Winter brauche ich dann wieder ein neues Auto für den Winter, weil der mir dann auch wieder zu schade ist. Aber ja. Ihr könnt ja einfach mal unten in die Kommentare ballern, ob ihr da Bock zu habt. So, ne? Also Bock zu habt, dass ich das begleite. Das ist ja jetzt einfach nur ein Video, wo ich euch quasi mal mitnehme, so Art Vlog-mäßig, obwohl Nelly die Kamera hält. Ja, ich schlafe da mal eine Nacht drüber, überlegt mir das. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert,
falls ihr nichts verpassen wollt, ihr könnt einen Daumen nach oben drücken, geben. Oder nach unten. Nee, am besten nach oben. Ja, und für den Algorithmus, schreibt gerne einen Kommentar. Bleibt alle gesund. Danke, dass wir zur späten Stunde nochmal uns das Auto angucken durften. Kein Problem. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.